Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung. To infinity and beyond! Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, bei uns geht es in dieser Reihe um das Thema Web 3.0, Krypto, Blockchain, NFTs und alles, was dazugehört. Und heute geht es um das Thema Decentralized Finance. Ich spreche wie immer mit Kerstin Kier-Eismann und Daniel Höpfner. Und ja, ich will gar nicht so lange drum rumreden. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch schon los. Werbung. Der PropTech Innovation Award 2022 startet in die sechste Runde. Auch in diesem Jahr schlägt der internationale Startup-Wettbewerb die Brücke zwischen PropTechs und den Größen der Immobilienbranche. Unter dem Motto Smart Solutions for a Sustainable Value Chain setzen die Initiatoren German Tech, Union Investment und Townscape dieses Mal den thematischen Schwerpunkt bei der nachhaltigen Transformation und Umnutzung von Bestandsgebäuden. Bewerbt euch bis zum 31. Mai unter proptech-innovation.de in den Kategorien Smart Planning, Sustainable Reconstruction and Building und Responsible Use and Management und pitcht um Investments im Wert von bis zu 100.000 Euro. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Ja, ich freue mich sehr. Kerstin Eismann ist wieder hier, Keh und Daniel Höpfner. Und wir sprechen heute wieder über das tolle Thema Krypto, Web 3.0, Blockchain. Decentralized Finance ist unser Thema heute. Aber ja, ich sage erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Jan, freut mich. Hallo, grüße dich. Hallo zusammen. Und wirklich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Decentralized Finance ist ein wirklich geniales Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Ist wahrscheinlich, ihr habt im Vorfeld gesagt, es wird ein bisschen akademischer, ne, heute, aber... Ja, vielleicht bevor wir einsteigen, stellt euch doch mal kurz vor. Das haben wir beim letzten Mal vergessen und wahrscheinlich der ein oder andere weiß noch nicht, mit wem ich hier gerade eigentlich spreche. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin die Keh, Kerstin Eismann, nenne mich selbst Futurist und Blockchain-Enthusiast. War beruflich auch schon seit 10 Jahren, hatte ich immer wieder Berührungspunkte mit Krypto respektive Blockchain bei der Fido Bank, Microsoft und Innogy. Habe ein erstes Krypto-Corporate-Venture-Portfolio aufgebaut, 2017-18. Bin Founding Member von Bearchain hier in Berlin und freue mich mega, wieder heute dabei zu sein. Genau, super. Mein Name ist Daniel Höpfner, Gründer von verschiedensten Startups, 2014 dann mich zu der dunklen Seite rübergegeben und du hast mein VC aufgemacht. In diesem Zuge war ich auch schon ein paar Mal bei Jan und wir haben ja öfters interessante Finanzierung besprochen und irgendwann, eigentlich auch relativ schnell, 2016 ging das Krypto-Thema bei uns los bei B10 und wir haben angefangen, in dem Bereich zu investieren. Sei es privat, sei es als B10-Fund in verschiedensten Protokollen und Ideen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und seitdem bin ich sozusagen da echt irgendwie addicted und mache eigentlich nur noch was in dem Bereich. Das ganze Thema Web3, NFT, Krypto, wie es so schon heißt, genau. Und auch ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und wie du schon gesagt hast, diesmal wird es ein bisschen akademisch. Ja? Also wir werden mal ein bisschen tiefer da einsteigen, was dieses DeFi so schön ist. Und vielleicht nochmal kurz der Hinweis, sage ich ja jedes Mal, es macht durchaus Sinn, die alten Folgen sich nochmal anzuhören, weil wir eigentlich immer so, wie auch heute, ein Schwerpunktthema haben und das ja alles so ein bisschen miteinander verbunden ist. Ne? Also ich versuche immer in der Moderation zu erklären, es geht hier eigentlich über die Wirtschaft, um die Wirtschaft von morgen. Und das hast du ja auch, Daniel, schon mal gesagt. Es erinnert insgesamt so ein bisschen die Zeit gerade an, ja, ich weiß nicht, so die Jahrtausendwende, ne? Wo wir ja im Prinzip, wo das Internet gerade irgendwie so die ersten richtigen kommerziellen Züge angenommen hat, ne? Genau, also ich glaube, wir stehen kryptomäßig irgendwo so hier, so 98, 99, 2000. Ich will jetzt nicht auf die New Economy Bubble hinweisen, das meine ich nicht, sondern ich meine, wie es halt dann wirklich losgeht. Ja, wenn jemand noch wissen, sich erinnert und zurückdenkt, es gab noch kein iPhone, aber irgendwie die Leute hatten schon einen Laptop, es gab schon die ersten Internetdienste, aber irgendwie hat man noch mit den Achseln gezuckt, was das alles soll.
Und jetzt ist ja gar keine Frage mehr, ne? Sozusagen irgendwie, dass das Leben ist irgendwie auf diesem iPhone, Android-Telefon irgendwie komprimiert und man macht eigentlich 90% der Sachen irgendwo am Rechner. Und das ist, glaube ich, schon im Moment jetzt gerade auch bei Krypto, ne? Also wir sind noch früh dran, aber man sieht sozusagen am Horizont sozusagen ein leichtes Glimm, wo klar ist, das wird halt echt interessant. Und auch nochmal ein Satz zu, was du gerade gesagt hast mit diesen, mit den alten Folgen. Genau, das kann man nur unterstützen. Wir kommen jetzt gleich zu ein paar News, so wie MetaMask. Das haben wir halt alles schon mal erklärt, ne? Und wie man das auch installiert. Und das werden wir heute also mal übergehen und erwarten, dass die Leute das dann wissen. Und mit großen Schritten gehen wir dann weiter. Ja, genau. Also wir versuchen zu erklären. Wir versuchen natürlich aber auch neugierig zu machen. Ich meine, im Endeffekt muss jeder für sich selbst rausfinden, ob einem das Thema liegt oder nicht. Und dann wahrscheinlich auch sich darüber hinaus noch informieren. MetaMask, ich kann das so viel zu sagen. Ihr habt das hier im Podcast erklärt. Danach habe ich mir einen Account angelegt und das ging dann wirklich sehr, sehr reibungslos. Das hat aber damit zu tun, natürlich, dass mich das Thema interessiert. Du hast die News gerade angesprochen. Lass uns mal einsteigen, Daniel, weil wir haben ja gesagt, wir haben am Anfang so einen kleinen Newsblock und dann gehen wir so langsam rüber zum Thema Decentralized Finance, was ja wirklich an sich echt ein bisschen kompliziert ist. Da muss man, glaube ich, auch, ich glaube, daran merkt man schon, was sich gerade irgendwie alles verändert. Aber lass uns vielleicht mal einsteigen in die News, die ihr mitgebracht habt. Ja, also wir fangen mal ganz lokal an, würde ich sagen. Und zwar die Volksbank Raiffeisenbank Kurpfalz, wohlgemerkt, bietet ab sofort auch Kryptohandel an und prescht hier wirklich auch sehr mutig in den Kryptospace vor. Und die machen das quasi in Kooperation mit der Börse Stuttgart Digital Exchange, die man ja auch hier und da kennt. Also quasi der eigentliche Kryptohandel läuft noch nicht über die Volksbank Raiffeisenbank, sondern quasi über den Intermediär Third Party über die Börse Stuttgart. Und hier können die ersten Kunden, was mich wirklich sehr freut, Bitcoin und Ethereum erwerben. Finde ich klasse. Ja. Macht das, Leute. Macht das, Leute. Mutig. Aber da bin ich auch gleich gespannt, aber wie kein, das noch in das no Financial Advice. Das zum einen, das kommt ja immer auch als Disclaimer vorne dran. Wir geben hier gar keine Empfehlungen, auch wenn das vielleicht, auch wenn es um große Zahlen geht immer und so weiter. Ne? Aber ich bin gleich mal wirklich gespannt, welche Rolle die Volks- und Raiffeisenbanken in der Zukunft noch haben werden, wenn wir jetzt über DeFi gleich sprechen. Aber ihr habt ja noch andere Themen mitgebracht, ne? Ja, ich meine, wir haben noch was ganz Spannendes. Es gibt eine Firma, die heißt Certik. Die wird man jetzt so nicht kennen. Die haben jetzt so gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht und haben nochmal 80 Millionen aufgenommen und haben es geschafft, ihre Bewertung wirklich zu verdoppeln auf 2 Milliarden. Was machen die? Und das ist halt das Spannende. Jetzt kommen wir nämlich schon langsam in diesem Bereich Web3 und DeFi und alles sowas. Die sind so ein bisschen der TÜV der neuen Zeit. Das heißt, die analysieren diese automatisierten Protokolle, diese sogenannten Smart Contracts auf den verschiedensten Blockchains und gucken, ob sozusagen nicht irgendjemand mit irgendwie dunklen Gedanken hinten eine Firewall oder Feiertür eingebaut hat, wo er eben Geld abzwacken kann oder irgendein irgendeine Betrugsmasche eingebaut hat. Und das ist halt recht cool. Ne? Du hast jetzt sozusagen eine Firma, die analysiert sozusagen die neuen Banken dieser neuen Zeit, die ganzen Smart Contracts, werden dafür bezahlt und also ich erinnere mich, als wir die erste Mal darüber diskutiert hatten, Kee und ich, vor anderthalb, zwei Jahren, da waren die ganz klein, da war das sozusagen eine Gruppe an Nerds und irgendwie, man ist halt deren Twitter-Account gefollowt und ab und zu haben die dann so ein Thumbs-up gemacht, wo du sagtest, okay, das ist ein Protokoll irgendwie, was irgendwie zumindest technisch gesehen richtig funktioniert, ob nun die Ökonomie und so weiter ist was anderes. Und das ist eigentlich ganz cool, okay, weißt du noch? Das war ja irgendwie schon eine Weile her, ne? Ja, das war schon eine Weile her, wo wir auch so ein bisschen in den DeFi-Space schon eingestiegen sind. Und dann hat man ja auch gemerkt, man muss sich immer ganz genau anschauen, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und dann waren wir immer ein bisschen erleichtert, wenn da im Nebensatz stand, Certik has certified this smart contract. Aha. Amen. Und dann ging es halt quasi los. Das war schon so ein Qualitätsmerkmal damals. Und die haben schon jetzt 1800 Smart Contracts auch geauditet von den Großen und den Kleinen, wie Terra und Polygon. Das heißt so ein Gütesiegel, ja? Definitiv. Genau. Ja. Ich wie ein TÜV, ne? Also das heißt noch lange nicht, dass das Auto super ist, aber es zumindest der TÜV sagt, dass es sozusagen die technischen Rahmenparameter funktionieren alle, ne? Und so muss man das auch so ein bisschen sehen. Und das ist schon cool. Also ich bin gerade auf der Webseite bei denen. Die haben halt irgendwie über 280 Milliarden US-Dollar Protokolle sozusagen verifiziert. Und das ist ja schon mal echt eine Summe, ne? Also
Ich habe geschmunzelt, ich habe deren Plattformnamen gesehen, der heißt Skynet und damit sind wir wieder Anfang des Jahrtausends angekommen. Das ist ja so diese dunkle KI, glaube ich, von Terminator gewesen. Ne? Das fand ich ganz, ganz charmant. Genau. Ja. Aber hier drei Kapitalrunden innerhalb von 4 Monaten, das fand ich schon irgendwie abgefahren. Ne? Mit Sequoia jetzt, davor schon Tiger Global und Couture. Also krasse Investoren auch dabei. Ja, und halt essentiell auch für den DeFi-Space, ne? Also gerade da setzen die auch stark an. Jedes Mal, wenn eine neue Yield-Farming-Plattform, darüber werden wir noch später noch ein bisschen mehr sprechen, jeder, der auf sich was hält, rennt zu einer Audit-Firma und lässt sich da erstmal auf Nieren prüfen. Und das ist für DeFi deswegen auch sehr wichtig, dass da die Codezeilen auch wirklich das machen, was sie machen sollen. Dann will ich mal ganz kurz mag jetzt eine doofe Frage sein, okay, aber eine Brücke schlagen zu unserer NFT-Folge. Kann man damit auch NFTs zertifizieren lassen? Weil wir haben ja da das ganze Thema Fraud auch kurz besprochen. Ich würde unterschlagen, dass man die sind jetzt nicht nur auf DeFi ausgerichtet, sondern Smart Contracts sind deren Haupttätigkeit, die zu überprüfen. Und die hast du ja auch im NFT-Space. Ja, das ist deswegen frage ich. Mhm. Ne? Also würde ich absolut unterstellen, dass gute NFT-Anbieter auch ihre Smart Contracts durch Auditfirmen wie Certiq prüfen lassen sollten und viele das auch tun. Dann rennen wir mal schnell zum nächsten Thema. Wir haben ja noch ein paar Themen vor uns, ne? Ja, vielleicht auch in der Richtung. Also letzte Folge hatten wir über MetaMask gesprochen, ne? Die Unhosted Wallet. Da auch eine coole News ist reingekommen. Die haben jetzt Apple Pay integriert. Also du kannst jetzt als Nutzer einer Visa oder Mastercard tatsächlich auch deine MetaMask Wallet aufladen und damit auch leichter Krypto kaufen. Und wenn man jetzt auch nochmal überlegt, wie viele Apple Pay-Nutzer gibt es auf der Welt? Ich glaube 500 Millionen. Erleichtert einfach diese Bezahlfunktion in MetaMask auch den Zugang zu Kryptowährungen im Allgemeinen. Das ist, glaube ich, nur auf 400 Euro erstmal initial beschränkt. Also kannst du maximal die wollen mal anfangen zu testen, ne? Aber eben, ich glaube, das ist halt ein krasses Zeichen, wo das hingeht, ne? Also du hast sozusagen, wenn MetaMask das jetzt richtig spielt, sind die halt in den nächsten 2 Jahren einer der größten, ich nenne es ja bewusst nicht Banken, sondern Finanzinstitutionen, ne? Also weil das ist ja dann, was wir schon mal hatten letztes Mal, das ist dein Gateway zur NFT-Welt, das ist dein Gateway zur DeFi-Welt, das machen wir heute. Also das ist dann schon wirklich krass, ne? Und dann hast du es, irgendwann wird es noch so dein Personalausweis, dein digital, weil es sozusagen deine Identity ist zu sowas wie die ganzen Metaversen, die wir letztes Mal schon besprochen haben, wo du dann mit Hilfe der MetaMask sozusagen den Eintritt bekommst und dann siehst du, was für eine Macht das auf einmal darstellt. Und wir hatten ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass der MetaMask auch so riesengroße Whopping-Finanzierungsrunden gemacht hat. Dann wird dann immer klarer, warum, ne? Also es macht total Sinn einfach. Ne? Und ist auch von der Usability, glaube ich, wichtig. Ne? Ich habe ja vorhin kurz erzählt, ich habe ja jetzt auch so einen Account mir angelegt nach unserer Folge. Aber es ist natürlich trotzdem noch relativ ungewöhnlich, dass man sowas irgendwie in einem Browser-Plugin und so weiter alles macht. Ne? Das heißt, dass sich das so langsam vielleicht so ein bisschen in den Mainstream rüber entwickelt und so ein bisschen aus dieser nerdigen Ecke rauskommt. Ne? Also es ist halt auf jeden Fall noch nicht wirklich nutzerfreundlich. Ja. Ja? Also wenn du dann, man muss halt sehen, wir sind natürlich an so einem Punkt, wo man zeigt gerade, dass es geht. Ne? Und es geht und es funktioniert super. Aber dass das userfreundlich ist und dass man das jemand mal anbietet, der jetzt nicht so ganz stark intrinsisch da motiviert ist, was zu machen, das dauert noch ein paar Meter. Ja. Also wir werden es ja nachher sehen. Wir werden uns Mühe geben, DeFi zu erklären, aber das muss halt auch irgendwann mal Oberflächen bekommen, wo man mit der Technik einfach nichts zu tun hat. Ne? Ja, das ist so ein bisschen wie in den 60ern mit einem Auto, ja, wo jeder meint, er kann irgendwie alles selber machen da dran. Ja, das geht. Aber es macht ja keinen Sinn, ne? Und heutzutage, wenn dein Auto ein Problem ist, gehst du halt in die Werkstatt. Und so wird es halt auch irgendwann, ich glaube, in dieser digitalen Web3-Welt sein. Noch ist das wirklich was für, ich will es jetzt nicht so abtun, Nerds und Freaks, um Gottes Willen, aber man muss schon sehr stark eine innere Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Bevor wir dann reinsteigen, wir haben noch 2 einfachere Themen. Ne? Da verlieren wir, glaube ich, noch keine Hörer. Ja. was ich noch ganz spannend fand, war irgendwie Coinbase. Ne? Also die bauen jetzt nochmal 1000 Stellen auf in Indien, reine Developer, und wollen halt wirklich nochmal loslegen und es noch viel breiter aufbauen. Ne? Also die sagen für sich halt auch, jetzt wieder mal, das ganze Thema DeFi, NFT,
NFT ist ein Thema, was Coinbase besetzen will. Haben sie bisher noch wenig. Ich meine, Coinbase hat sie announced, dass sie einen NFT-Marktplatz machen wollen, aber der ist noch nicht da. Und deshalb eben sieht man mal, auch was da auch, ne, also das sind ja immer gleich so eine Summe, ne? 1000 Entwickler dort. Also wo du sagst, das musst du ja erstmal irgendwie auch mit Leben füllen. Das ist schon krass, ja. Und Indien ist ja, glaube ich, generell ein Markt, der da auch relativ, also zumindest kryptoseitig relativ stark in Bewegung ist, ne? Ja, definitiv. Also auch Polygon, ne, der Second Layer, über den wir, glaube ich, in der ersten Folge gesprochen haben, der kommt aus Indien. Da passiert wirklich viel an dieser Ecke, Skalierung nach vorne zu treiben, was man auch hätte nicht vorher sagen können. Ja, und auch gut. Regulatorisch, glaube ich, ne, passiert da relativ viel. Das ist eigentlich schon fast die Brücke jetzt zu den möglicherweise kommenden Einschränkungen in der EU. Ne? Da passiert gerade auch relativ viel. Ja, das ist jetzt wieder eher so ein leidiges Thema, was mich auch persönlich immer so ein bisschen schmerzt, dass man das Gefühl hat, die EU hat noch nicht das richtige Potenzial erkannt, was jetzt hier auch im Fintech-Banking-Space passiert. Und zwar, es gab am 1. April, kein April-Scherz, eine Entscheidung zu der sogenannten Transfer of Funds Regulation, die quasi besagt, dass man zum Schutz vor Geldwäscheprävention sagt, dass alle Anbieter von unhosted Wallets ab sofort aufwendig erfassen müssen und verifizieren müssen, wem die Wallet gehört. Also du, wenn du jetzt eine MetaMask-Wallet hast und Summen ab 1000 Euro tradest, nach A nach B schickst, musst du nachweisen, wer du auch bist. Und auch Third-Party-Anbieter. Ne? Also da kann eine Nuri betroffen sein, hießen früher Bitwala. Also wenn die quasi erlauben, dass ich von dort meine Bitcoins oder meine Ether an die MetaMask schicken darf und kann, könnte das bedeuten für das Startup, dass sie ab sofort einfach hier die Compliance-Anforderungen erfüllen müssen, um nachzuweisen, wo ist das Geld eigentlich hin. Das ist ein wahnsinnig großer Regulierungswasserkopf. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ich habe es gesagt und ich meine es wahrscheinlich auch so, dass man hier hoffen kann, auch rund um das Team von Christian Lindner, da passiert aktuell auch Gott sei Dank einiges, dass die smarten Fintech-Köpfe rund um Philipp Sandner und Peter Großkopf sich jetzt auch bemühen, hier ein bisschen Klarheit reinzubringen, weil der DeFi, also der Blockchain-Space ist ja an und für sich schon transparent. Man kann ja theoretisch alles auf der Blockchain einsehen. Deswegen ist das so ein bisschen ambivalent an der Stelle. Aber ich bin da durchaus noch optimistisch. Wobei man wahrscheinlich so ein bisschen, also als du es gerade erklärt hast, okay, muss man wahrscheinlich schon ein bisschen abwägen. Das Thema Geldwäsche muss man, glaube ich, in dem Kontext schon sehr ernst nehmen. Ne? Auch NFTs stehen ja immer so ein bisschen in dem Verdacht, dass man damit eigentlich irgendwie, im Drogenhandel oder so, dann irgendwie einfach Geld von A nach B schiebt, ohne dass es jemand merkt. Ich würde aber da wahrscheinlich eher dem USA-Beispiel folgen wollen. Die beabsichtigen ein Blacklist-Modell. Also es gibt gewisse Adressen, wo man sagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und die werden stärker beobachtet, was da passiert, welche Mengen da von A nach B geschifft werden. Aber so ein grundsätzliches Vorangehen, was wir in Europa machen wollen, mit einer Whitelist, dass jeder nachweisen muss, wenn er irgendwelche Transaktionen von A nach B schickt, finde ich ein bisschen over the top. Daniel, was sagst du dazu? Ja, genau. Die Frage ist ja auch, also ich glaube, die Leute haben nichts gegen Transparenz. Man muss halt irgendwann aufpassen, wenn das auf das persönliche Level runterkommt. Ne? Also wenn ich die MetaMask von Jan, von dir habe, dann sehe ich auch, was für Assets du drauf hast. Ne? Also was für NFTs, aber auch was für Coins du drauf hast. Nun ist natürlich die Frage, willst du das noch verbunden wissen mit deinem Namen? Ja, das ist ja dann nicht nur für die Regierung irgendwie mit dem Namen verbunden, sondern das wird einfach irgendwie auch mit dem Namen verbunden sein. Und dann entstehen natürlich da ganz andere Probleme, weil es gab schon Fälle, wo sozusagen Erpresser irgendwie bei Bitcoin-Millionären an der Tür geklingelt haben und denen die Pistole an den Kopf gehalten haben und dann mussten sie halt irgendwie ihre Funds transferieren. Das funktioniert bei der Bank irgendwie nicht, weil natürlich dort gibt es ja bestimmte Maximallimits, Tageslimits und so weiter und so fort. Und dann ruft vielleicht dann dort mal der Bankberater an und sagt, Herr Thomas, wollen Sie wirklich irgendwie 50.000 Euro überweisen auf eine nordkoreanische Adresse? Ist das Ihre Idee? Das ist natürlich im Crypto-Space nicht so. Das heißt, man muss aber gut überlegen, ob man diese Tür wirklich aufmacht, dass da diese Transparenz in Personen reinkommt. Ich glaube, keiner will das ganze Thema Terrorismusfinanzierung und Drogenfinanzierung, aber man muss auch sagen, um Schwarzgeld zu transportieren,
gibt es halt echt andere Methoden. Also vom Bargeld über Diamanten und andere Sachen, die sind mindestens genauso effizient. Ja, und man darf eine Sache immer nicht vergessen, das ist ja immer so ein Reflex, Sachen, die man nicht kennt, zu verteufeln. Wie Kay gesagt hat, es ist halt, jede Überweisung ist auf dieser Blockchain für ewig halt sichtbar. Ne? Also ist jetzt sozusagen nicht so, dass man irgendwie mal jemanden hier bestechen kann mit irgendwie einem halben Bitcoin und sagt, oh Gott, das weiß ja keiner. Also das steht halt die nächsten 50 Jahre auf dieser Blockchain. Also deshalb, ich war da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber eben die EU ist dabei. Ich hoffe nur, dass ich sage es mal so mit einem Lächeln, das jetzt nicht kaputt macht, bevor es überhaupt losgeht. Ne? Also ich glaube, andere Länder, also die Briten, die sind voll pro Krypto, weil die natürlich jetzt auch ihre Chance sehen, irgendwie nach dem Motto, Europa reguliert sich so ein bisschen zu Tode und die Briten machen die Türen auf und sagen, welcome to the world. Und deshalb, ich hoffe, wir Europäer machen es nicht mehr kaputt, bevor wir irgendwie losgelegt haben. Aber habt ihr auch das Gefühl, wir sind hier eigentlich an so einem Punkt, wo ein möglicherweise unregulierter Markt gerade versucht wird, sich zu regulieren oder reguliert zu werden und zeitgleich dann eben dieses DeFi-Thema möglicherweise komplett in Gefahr ist? Ja. Also ich kann es für mich beantworten, ich sehe auf jeden Fall die Gefahr, dass wir Europäer Weltmeister bei der Regulierung sind, aber leider nicht Weltmeister beim Doing. Und da muss man echt aufpassen. Man kann bei manchen DeFi-Sachen wirklich sagen, ja, was, warum und wieso kann man das nicht anders? Ja, aber lass doch erstmal auch so ein bisschen Innovation und Energie laufen und dann werde ich halt irgendwann sagen, ich mache sozusagen so Leitplanken rein. Also man muss auch mal jetzt mal die BaFin so ein bisschen loben. Die wird ja immer wieder auch gerne verteufelt. Aber in manchen Krypto-Aspekten in Deutschland hat die BaFin eine Regulation, also sprich sozusagen eine Erklärung, was darf man, was darf man nicht, gegeben. Und da sind erstmal viele Leute sehr dankbar dafür. Ja, weil nichts ist schlimmer, als wenn ein Politiker dasteht oder eine Organisation, eine staatliche, und Aktien zuckt, weil er weiß halt gar nicht, was du machen darfst. Ne? Wir müssen nur aufpassen, dass die Europäer jetzt nicht über das Ziel hinausschießen. Wir hatten es ja vor 14 Tagen schon mal, ich will jetzt gar nicht zu lange reden, aber vor 14 Tagen gab es ja die Gefahr, dass Bitcoin verboten wird, weil sie gesagt haben, wir wollen eben dieses Proof of Work und das ganze Energiethema verbieten. Klar, ist das eine Energieverschwendung, würde ich es nicht nennen, aber würde sagen, viel Energie dafür verbraucht. Aber man muss halt mal überlegen, was bringt das, was für Vorteil hat das und wie kann man das noch lösen? Man kann ja nicht immer alles gleich verbieten. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch der perfekte Übergang für das letzte Thema, was wir noch mitgebracht haben. Und zwar Tesla hat jetzt entschieden, gemeinsam mit Blockstream und Block, das ist ja das Startup von Jack Dorsey, vorher kannte man das unter Square. Ja, also Startup in Anführungszeichen. Ne? Ein sehr erfolgreiches Startup. Ja, ja. So. Genau, die haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt in Texas quasi aus erneuerbarer Energie Bitcoin minen wollen. Und haben wir einfach gesagt, okay, ein Großteil der Wind- und Solarenergie ist ja findet häufig in abgelegenen Teilen statt. Es gibt dafür auch wenig finanziellen Anreiz. Es ist auch sehr aufwendig, diese Infrastruktur erst aufzubauen. Und wenn man jetzt hier quasi gemeinsame Sache macht mit der Bitcoin-Philosophie, also wenn sich die Energieabnehmer sich zusammentun und auch das Bitcoin-Spiel da reinbringen, kann das einen zusätzlichen finanziellen Anreiz schaffen. Zum einen für den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung, aber auch um das Bitcoin-System sicherer und gleichzeitig auch grüner zu machen. Und ich glaube, dass sich so große Firmen, die sich ja auch, ich meine Tesla sich im quasi auch im grünen Bereich positioniert, zusammentun und hier vorpreschen im positiven Sinne im Texas, im Sonnenstaat, fand ich auch sehr, sehr spannend und hoffe, dass man da vielleicht in Europa auch den einen oder anderen inspirierenden Gedanken vielleicht mitnehmen kann. Also ich glaube, tragisch wäre es, wenn Europa sich jetzt selbst kaputt reguliert und sich dann ins Ausschießt bei einer Technologie. Ne? Wenn wir es wirklich vergleichen mit der Entstehung des Internets, wäre es ja blöd, wenn man sagt, das ist eine Sache, da glauben wir nicht dran, die regeln wir lieber kaputt. Genau. Dann jetzt habt ihr gerade schon wahrscheinlich oder wir in Summe wahrscheinlich so 20 Mal DeFi genannt. Ne? Das ist unser Thema heute. Wollen wir mal so ein bisschen aufklären, was wir damit eigentlich meinen? Ja, sehr gerne. ja, DeFi. Ich meine, der Grundgedanke bei DeFi ist es im Prinzip auch wieder, dass man sagt, Nutzer können Assets austauschen, ohne dass es einen Mittelsmann gibt. Also DeFi, oder fangen wir mal einen Schritt zurück an, ist die Abkürzung für Decentralized Finance, also bedeutet so viel wie
dezentralisierte Finanzen und stellt einfach auch eine komplett neue Art dar, wie ich ohne Bank, und das ist ja hier so ein bisschen das Neue, der Peer-to-Peer-Gedanke, ich kann Geld investieren, ich kann Geld leihen, ich kann auch meine NFTs verleihen, das Thema hatten wir ja auch, ich kann meine Schwerter verleihen, ich kann sozusagen auch eigene Liquidität für dezentrale Börsen zur Verfügung stellen und werde für diese ganzen Aktivitäten dann auch monetär incentiviert. Ja, da wird sich jetzt der Zuhörer auch fragen, wie unterscheidet sich das denn genau von dem tradierten Bankingwesen? Also man hat hier quasi in der alten Welt, hat man zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel einer zentralen Börse, gibt es immer ein zentralisiertes Limit-Order-Buch, da stehen alle Aufträge drin, wer möchte Coins kaufen oder verkaufen, wird alles zentral festgehalten. Es gibt Market Maker, das sind meistens auch große Firmen und hier gibt es einfach jede Menge auch Third Parties oder in der Wertschöpfungskette noch andere Partner, die dafür Sorge leisten, dass jeder am Ende des Tages auch seine entsprechenden Aktien oder Kryptowährungen hat. Und bei DeFi wird das quasi alles an den Smart Contract outgesourced, beziehungsweise an sogenannt an das Protokoll, dass ein Algorithmus über einen Algorithmus verfügt, ein Automated Market Maker, der diese Tätigkeit quasi automatisch übernimmt. Der stellt fest, wie viel Liquidität ist gerade im Markt und regelt das quasi über seine eigene Intelligenz. Und weil ich jetzt auch immer wieder Liquidität genannt habe, das ist auch zum Geldverdienen eigentlich wirklich ein essentieller, spannender Punkt bei DeFi. Durch das Stichwort Liquidity Mining bedeutet nichts anderes, als dass eine Key sagen kann, ich unterstütze eine dezentrale Börse mit Liquidität, indem ich ein bestimmtes Krypto-Handelspaar, Ether und Bitcoin, dieses Handelspaar zur Verfügung stelle als Liquidität. Und wenn jemand anderes gerade Ether kaufen möchte, dann kann er sozusagen auf den Liquiditätspool zurückgreifen, bei dem ich beigetragen habe. Und für diese Aktivität, dieses Liquidity Mining, bekommt dann die Key am Ende des Tages für jeden Deal, für jede Transaktion auf dieser Börse auch einen kleinen Obolus. Daniel, genau. Möchtest du weiter in dieser akademischen Sitzung beiwohnen? Ja, es ist natürlich nicht ganz so leicht. Ne? Ich will noch mal zwei, drei Worte sagen, damit vielleicht der geneigte Zuhörer noch mal so ein Bild von seinem geistigen Auge hat. Ne? Die klassischen Börsen kennt man ja daher, dass Leute zusammenkommen in einen Raum und irgendwie handeln. Und jetzt versucht man ja gerade in dieser, das wurde dann irgendwann digitalisiert, aber es war immer das Gleiche. Ne? Man trifft sich sozusagen auf einem digitalen Handelsplatz wie Cetra oder sowas und dort wird eben Aktien gehandelt. Und so und so viele Leute bieten eine Aktie an, so und so viele Leute fragen die nach. Wenn mehr angeboten wird, als nachgefragt wird, geht der Preis nach unten, weil natürlich mehr da ist, als gewollt wird. Und dann irgendwann sagt wieder jemand, okay, jetzt ist der Preis so attraktiv, ich kaufe. Sondern das ist natürlich sozusagen eine ureigene Idee und das gibt es sozusagen auch in der Kryptowelt. Sind die Kraken, Coinbase, Binance. Und jetzt kommt ja sozusagen natürlich wieder die, was du schon richtig erklärt hast, die Idee des Dezentralen da rein. Und da muss man ja überlegen, wie schafft man denn, dass es dann diese Idee, die ja eigentlich wirklich pur auf Zentralität ausgerichtet ist, dezentral funktioniert, also ohne, dass ich irgendwo hingehen muss. Und das ist wieder komplett über, wie hat automatisierte Verträge, läuft das. Mhm. Und dieses Liquidity Mining, vielleicht muss man das auch nochmal versuchen zu erklären. Ich will nur mal ein zweites Beispiel geben. Stellt euch vor, sozusagen, wir haben ja jetzt keine zentrale Börse, wo zum Beispiel der Euro gegen den US-Dollar gehandelt wird. Aber nichtsdestotrotz will zum Beispiel der Jan irgendwie Sonntagnacht auf Montag früh um 3 10.000 US-Dollar kaufen, weil er irgendwie eine große Reise vorhat. Jetzt ist aber irgendwie keiner da, der ihn gerade nachts um 3 10.000 US-Dollar verkaufen würde gegen Euro. Also gibt es einen gewissen Market Maker in der alten Welt, der halt sagt, pass auf, immer wenn einer vorbeikommt und einen Dollar will, kriegt er von mir Dollar, ne, zum letzten Preis. Und das ist, was du so schön noch genannt hast, dieser Automated Market Maker oder AMM oder AMM genannt, die machen das
automatisiert heutzutage. Das heißt sozusagen, wenn eben der Jan nachts um 3 jetzt nicht US-Dollar, sondern eben eine Kryptowährung kaufen will, und es ist keiner da, der ihn die verkaufen will, gibt es eben auch diese Automated Market Maker, die ihm dann doch einen Deal vorschlagen, damit er sozusagen diese Währung bekommt, den Bitcoin oder die Ether. Und damit das funktioniert, sind halt Leute wie Key, du hast es also schön gerade gesagt, in den Spiel dabei und die geben halt immer ein Währungspaar, also Bitcoin, Ether, 5.000 und dann vielleicht nochmal Ether und Solana, nochmal 5.000 rein und eben dann liegen die als Paar auf einer digitalen Plattform und wenn der Jan vorbeikommt und sagt, er würde es gern kaufen, dann ist ja immer noch auf einer Website, das stimmt, drückt dort rum und sagt kaufen und dann kriegt ihr das und dann wird es aus diesem Pool abgezogen und dafür bekommt die Key nicht nur eines Tages also ihre Bitcoin wieder zurück, die kriegt dafür auch einen Teil der Gebühren. Und das ist eben, was man sich ein bisschen vor seinem geistigen Auge irgendwie vorstellen muss, was wie diese Automated Market Maker eben funktionieren und dieses sogenannte Liquidity Mining. Es ist nicht ganz einfach, aber ja. Haben denn diese Market Maker, die wir schon kennen jetzt aus der Vergangenheit, haben denn die dann in der Zukunft gar keine Relevanz mehr? Also braucht man die auch nicht mehr? Ich hoffe nicht. Ja? Naja, man muss ja auch ehrlich sein, weil das sind ja auch Firmen, die in der Vergangenheit sich nicht mit Ruhm bekleckert haben in manchen Sachen. Ne? Da gibt es ja so manche Geschichte auch gerade bezüglich Robin Hood und diese GameStop-Story letztes Jahr, also vorletztes Jahr. Also diese Market Maker sind schon teilweise im grauen Bereich unterwegs. Das ist bestimmt jetzt gemein, aber irgendwie, da gibt es halt ganz schön große Player und ich glaube, die wird es nicht mehr geben. In der DeFi-Welt geht das komplett automatisiert. Wir reden ja hier, du hast es ja auch gerade schon mal erwähnt, über Peer-to-Peer. Das ist alles Peer-to-Peer, was wir hier, also zumindest in der idealen Welt dann, wenn ich das richtig verstehe, wie sich das entwickelt. Aber könnt ihr mal einmal kurz erzählen, wie entsteht denn eigentlich DeFi an sich? Also wer steckt denn dann da dahinter? Wie beginnt denn so ein System? Ja, klar. Ich meine, es gibt ja, nehmen wir mal 2, 3 große Namen, damit man das schon mal irgendwie auch hört oder mal googeln kann. Das eine ist Aave mit Doppel-A, A-A-V-E. Oder Curve, ja, damit man mal so ein Gefühl hat. Oder auch sowas wie Uniswap. Ja, wo wir sagen, Uniswap könnte man noch nehmen. Dann, genau. Das sind so eine Plattform und die haben eigentlich irgendwann ging das los, dass die gesagt haben, pass auf, können wir denn eigentlich das, was Coinbase zentral ist, auch komplett dezentral machen? Das ist ja so ein bisschen die Idee von dem ganzen Thema Blockchain, dass du nicht mehr solche Intermediäre hast, ne? nicht mehr dieses Facebook, Amazon, Twitter, dass du so zentrale Player hast, sondern dass du halt dezentrale Player hast. Und da haben dann ein paar sehr schlaue Leute eben gesagt, ja, das geht, wenn wir das gut programmieren, dass es eben automatisierte Preisfindung gibt, automatisierte Pools an diesen Coins. Und eben automatisiert musste diese Nachfrage-Angebot zusammengebracht werden. Und es gibt auch immer wieder neue. Ne? Also okay, meine, wie viele gibt es jetzt da draußen? 50, 100 Plattformen? Ja, also mindestens. Wenn wir jetzt auch schon mal uns ein bisschen die Zahlen anschauen, wir sprechen hier von circa auch 230 Milliarden an US-Dollar, die in verschiedensten DeFi-Protokollen quasi gerade versteckt sind bzw. gestaked werden oder gerade für dich auch ein passives Einkommen erzielen. Na, da ist hier immer noch, muss man auch sagen, der große Platzhirsch, also belegt 55% dieser gesamten Summe, aber dann kommen auch die üblichen Verdächtigen, ne? Binance, Aave, Phantom, Polygon, Avalanche und... Aber wir reden von Milliarden, ne? Wir reden von. Genau, einmal fürs Protokoll. Also fast 250 Milliarden oder so. Das ist ja schon mal eine echte Summe, ne? Muss man auch mal sagen. Und jetzt sagst du gerade, die sind in DeFi-Protokollen enthalten oder arbeiten da gerade für mich? Was genau tun die jetzt gerade? Das Matchmaking, also wenn ich jetzt sage, also Uniswap ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, eine der eigentlich die wichtigste dezentrale Börse, da kann ich so gut wie alles an Kryptowährung wechseln, traden, was ich auch haben möchte. Ne? Für jeden Coin finde ich, also es gibt ein Handelspaar für jeden Coin, den ich haben möchte. Und Uniswap, das Protokoll, sorgt dafür, was Dani gerade erklärt hat, dass auch eine entsprechende Liquidität vorliegt, damit die Key ihren Wunsch
Token dort erwerben kann. Und das kann ich eben dann auch 24 Stunden am Tag tun. Also ich kann quasi OTC, also ich kann jederzeit meine Coins dort kaufen, und die Technik ermöglicht das. Und an der Stelle wahrscheinlich auch wichtig zu erwähnen, dass ich im Unterschied zu einer zentralen Börse wie Coinbase oder Kraken eben vorher mich nicht legitimieren muss. Also ich muss kein KYC machen, kein Know Your Customer, sondern kann mich da beispielsweise mit meiner MetaMask Wallet einloggen mit einem Mausklick. Dann weiß das Protokoll von Uniswap zum Beispiel, was ich selbst schon habe in meinem Balance Sheet, und kann dann quasi meine Kryptowährung auf Knopfdruck dort kaufen. Vielleicht auch da nochmal einen Satz dazu, vielleicht muss man auch verstehen, Jan, dass wir haben jetzt zwar als Beispiele öfters benutzt Bitcoin, Ether und ich irgendwie sagen wir US-Dollar und Euro, wo man natürlich sagt, na gut, da muss doch eigentlich genug da sein. Aber ich mache mal jetzt ein anderes Beispiel. Stell dir vor, das ist eben der israelische Schekel und die südafrikanischen Rand. Da wird es vielleicht nicht so viele Leute geben, die jetzt sagen, pass auf, jeder, der jetzt israelische Rand kaufen will, israelische Schekel kaufen will gegen südafrikanische Rand, kann sich bei mir melden. Und so muss man sich das halt auch vorstellen in der Kryptowelt, dass dieser Einsatz, den Kay gerade sagte, muss man echt mal wirklich sagen, stressen. Es gibt für jedes dieser Währungspaare immer ein Liquidity Pool, also immer ein Pool an Geld. Also das ist auch eine Terra und Avalanche, das ist eine Dogecoin mit Polkadot, und das geht runter bis zu den Top 100, Top 200 Protokollen. Ne? Und eben kann man sich ja vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht um die Ecke komme mit den Top 10, sondern ich komme eben mit Währungspaaren aus den Top 100 um die Ecke, dass dort vielleicht bei weitem weniger Leute so ein Währungspaar, so einer dezentralen Börse zur Verfügung stellen. Aber da sie die ja auch anbieten wollen, kriege ich dann natürlich deutlich mehr Gebühren davon. Und dann kommen wir nämlich zu solchen teilweise abstrusen Zinsen oder Vergütungen, wenn man das manchmal so liest, wo dann so steht, naja, man verdient hier irgendwie pro Monat, ne, 10, 20, 30%. Wo man dann Taschenrechner rausholt und sagt, wie, das ist eine Verfünffachung im Jahr. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es geht halt um sehr seltene Währungen. Ne? Also du hältst dann sozusagen das Schekel-Randpaar und bietest das sozusagen über eine dezentrale Plattform an, ja, oder eben wie in der Digital- oder in der Kryptowelt, keine Ahnung, Tezos und irgendwie Aave. Also irgendwie kleinere Währungen. Aber wenn du dieses Risiko eingehst und sagst, ja, ich lege von beiden Währungen jeweils $10,000 in diesen Liquiditätspool rein, dann kannst du wirklich deutlich überdurchschnittliche Zinsen oder Vergütungen dafür bekommen, die dann teilweise schwindelerregend sind. Again, man muss halt aufpassen, man muss es halt irgendwie im Blick haben und auch verstehen, was da passiert. Ja, um mal vielleicht ein persönliches Beispiel zu geben, auch hier kein Financial Advice, ne, nur dass es plakativ ist. Ich stake gerade sogenannte Phantoms Ohm mit H. Die laufen auch auf dem Phantom-Protokoll ohne H. Und das ist so ein ganz kleiner, unbekannter Coin. Und da kann man jetzt zum Beispiel eine Rendite von 50% erzielen. Die Downside ist aber auch, dass dieser Coin unglaublich volatil ist. Also das ist sehr spannend, wenn der Coin 100 Euro am einen Tag wert ist und in zwei Wochen plötzlich nur noch 10 Euro wert ist, ne, dann hat man da natürlich auch ein entsprechendes Risiko. Also soll an der Stelle auch gesagt werden, alle Leute, die sich mit DeFi beschäftigen wollen, die ihr Geld dort in Anführungsstrichen anlegen möchten, staken wollen, und wenn da auch eine horrende Rendite versprochen wird, das muss man sich sehr genau anschauen, und man muss das auch sehr häufig kontrollieren, also immer in seine Wallet reinschauen oder auf die Plattform, wo steht der Kurs gerade. Also sicherlich jetzt nicht ein kleines Spielchen für den Anfänger, würde ich mal sagen. Ne? Nee, es ist jetzt kein Sparbuch. Ne? Also wie Fire and Forget ist das bei weitem nicht. Also das ist eher, wenn man das mal mit irgendwie ein paar hundert Euro mal macht, um mal so ein bisschen zu lernen, ist das halt echt spannend, um das zu sehen.
Aber eben, das hat auf jeden Fall das Potenzial easy, dass das ganze Geld weg ist. Das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Also sozusagen, so eine Rewards kommen halt natürlich nie for free. Ne? Es gibt diesen schönen Satz, there's no free lunch, und das stimmt dort einfach perfekt. Ne? Und vielleicht, ich will mal noch zwei Sachen noch mit reinwerfen. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, aber weil wir versuchen wollen, einmal das Compatible von links nach rechts zu geben. Jetzt gibt es nämlich sozusagen auch in dieser DeFi-Welt immer diesen Begriff Staking. Ne? Und dieser Begriff, den Begriff Lending, um das auch nochmal reinzubringen. Also Lending, das ist natürlich auch eine Welt, die sehr anglizistisch geprägt ist, geht es halt wirklich, das ist dann schon fast eher wie bei einer Bank. Das heißt, ich gehe auf eine große Plattform und gebe dieser Plattform Ether und lege die dorthin. Und wenn jemand anders, warum auch immer, für irgendwelche Sachen Ether oder irgendwelche kleineren Coins wie Aave braucht, dann geht der eben auch auf die Plattform, zahlt an die einen Zins und ich kriege auch den Zins. Ne? Also das ist so eher klassisches, ich verleihe Geld oder ich verleihe Wertgegenstände Geschäft. Und das Staking, um das auch noch mal kurz in dieses Bild zu bringen, es gehört auch so in dieses DeFi-Thema rein, weil ich kann auf solche Plattformen auch gehen und kann sozusagen Coins, die ich habe, die nehme ich, und jetzt sozusagen kommt ein Verweis zur letzten Podcast-Reihe oder Podcast-Episode, die dieses Proof-of-Stake machen. Ne? Also die nicht sozusagen mit viel Energie und viel Rechenpower, das ist Proof-of-Work, sondern mit Proof of Stake, und wie agieren, kann ich sozusagen meine Coins auf so einer Plattform auch hochlegen, staken, und ich kriege ja dafür, dass ich meine Coins in diesen Staking-Pool reinlege, werde ich ja dafür auch entlohnt, weil ich brauche ja viele von diesen Staking-Pools, idealerweise auch weltweit verteilt, nicht alle nur irgendwie in Texas oder in Berlin, dass sozusagen diese Blockchain als Ganzes auch abgesichert ist und dass ja viele Validatoren diesen Schreibversuch oder dieses Schreiben in die Blockchain validieren und sagen, ja, das ist valide, die Key und der Jan, die haben eine Wahrheit da reingeschrieben, und wenn ich das validiere, kriege ich dafür ein bisschen Geld, weil wenn Key und Jan in die Blockchain was reinschreiben wollen, müssen sie dafür ein bisschen zahlen, und ich als Validator kriege dafür Geld. Und wenn ich jetzt so einen Pool angelegt habe und hinter mir habe ich 100 Leute, die mir ihre Coins geben dafür, dass ich sie stake, gebe ich einen Teil nach hinten halt zurück an die anderen Leute. Ja, ich hoffe, das war jetzt echt nicht zu kompliziert, aber man muss so dieses Lending, Staking, Liquidity Mining, irgendwo ist das alles, gehört das zusammen in dieses DeFi-Ökosystem. Genau, und vielleicht kann man auch nochmal den Vergleich in die alte Welt wagen. Also wenn ich jetzt von Staking spreche, übersetze ich das immer für mich so, das ist so auch wie so mein eigenes Sparbuch. Also vergesst jetzt mal den Phantom Coin. Wenn man sich jetzt aber in der Übersicht der interessanten Coins wirklich die großen Ökosysteme anschaut, wie zum Beispiel eine Polkadot, bald auch Ethereum, das sind große etablierte Blue-Chip-Ökosysteme. Wenn ich diese Coins stake, da sind natürlich die Zinsen auch nicht so wahnwitzig hoch, aber auch hier bekomme ich eine attraktive Rendite oder auch eine attraktive Rendite, bessere Rendite als aktuell mit dem normalen Sparbuch- oder Tagesgeldkonto. Über die Inflation möchte ich jetzt gar nicht erst sprechen, aber da kann man doch auch sagen, ich lege mein Geld, meine Blue-Chip-Coins lieber in Form des Stakings an, als dass ich vielleicht jetzt ein Sparbuch für, weiß gar nicht, wie viel Zinsen, kriegt man da noch Zinsen? Aber ihr wisst, was ich meine. Also das kann auch wirklich eine gute Alternative oder kann auch ein Investmentportfolio, denke ich, komplementieren. Hm. Jetzt haben wir mehrfach das Thema Risiko gerade genannt. Ne? Das finde ich ja nochmal spannend. Daniel meinte gerade, das Geld ist möglicherweise sogar weg. Dann habt ihr vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja in dieser Welt keine Bankberater, wo ich dann anrufen kann sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht und könnt ihr bitte regulierend eingreifen. Wie ist das denn generell? Also eigentlich klingt das ja so ein bisschen so, man träumt ja in der VWL immer von diesem vollkommenen Markt. Ne? Ist das der Weg dahin oder entstehen hier ganz andere Probleme gerade und die Preise sind viel, du hast ja gerade von Volatilität gesprochen, okay, ist es vielleicht auch, weil der Markt noch nicht so groß ist, noch weit davon weg zum Beispiel? Ja, also wie Daniel schon sagte, ne, umso unbekannter der Coin, umso geringer der Market Cap, wenn der Coin auch noch nicht auf einer zentralen Börse gelistet ist, dann ist das hochspekulativ und ich kann da natürlich auch wirklich in kürzester Zeit ganz viel Geld machen, aber auch ganz schnell ganz viel Geld verlieren.
Ne? Und da ist es immer do your own research. Und da muss man auch genau schauen, wenn man sich mit seiner MetaMask Wallet dort quasi einloggt auf die entsprechende Yield Farming Plattform, dann kommt dann immer so eine Nachricht, wollen Sie, erlaube hiermit quasi Zugriff auf dein Vermögen und dürfen wir für dich Transaktionen exekutieren. Da muss man das immer ganz genau durchlesen, was da passieren kann, wenn man quasi den Zugriff auf die eigene Wallet gibt, ne? Das ist keine Cookie, ne? Das ist nicht so diese Cookie-Info von der Webseite. So, ach ja, lass mal schnell überall OK drücken, damit ich hier endlich was machen kann. Also keine AGBs. Das kann man nur x-mal sagen. Also wenn man dort irgendwie zweimal den falschen Haken setzt, gibt man halt irgendwelchen Webseiten mit Hilfe der MetaMask Zugriff auf seine Coins. Und wenn da irgendjemand irgendwie kriminelle Energie hat, schiebt er die halt irgendwo hin, wo du halt nicht mehr rankommst. Und also deshalb kann man es immer nur, also dieses DeFi-Thema ist jetzt nichts, wo du sagst, ich investiere Geld, lass das liegen, das ist meine Rentenvorsorge. Also ich habe, ich mache da auch so ein paar Sachen, aber es ist nichts, wo du halt irgendwie eine Woche lang mal nicht hingucken kannst. Also eher, weiß nicht, wie du machst, aber eigentlich guckst du ja irgendwie mindestens einmal am Tag oder spätestens alle zwei Tage mal rauf, ob das alles in die richtige Richtung sich bewegt. Es ist nur eben eine neue Art des Bankings. Und auch wenn die Zahlen beeindruckend groß sind, sowas wie eben diese 250 Milliarden US-Dollar, die in solchen Protokollen schon eben hinterlegt sind, ist es halt immer noch, ich benutze mal das Wort hier von diesem Deutschbanker, Peanuts im Verhältnis zu dem, was in der tradierten Bankenwelt unterwegs ist. Ne? Und ich glaube, das wird halt nämlich, was das wird auch passieren. Also was passieren wird, eben die einen werden größer. Und das Gute ist halt, also ich bin ja so ein Fan davon, bei den Banken weißt du ja nicht, was denn drin passiert. Bei diesen DeFi-Plattformen weißt du, wenn du dich mit dem Code auseinandersetzt, weißt du, was passiert. Also sagen, das ist zum Schluss dann halt einfach eine Formel. Und eben, das hat halt auch seinen Vorteil, weil du natürlich ein ganz anderes, ich sag's mal bewusst, ein anderes Level an Transparenz bringst. Ja, mir geht's gar nicht darum, dass ich wissen will, was du, Jan oder Key da irgendwie anlegen. Aber ich würde schon gern verstehen, wie der Markt da funktioniert und wo das so herkommt. Ne? Und eben, und ich glaube, das ist eine Chance, die es da gibt. Und ich bringe jetzt nochmal diese Parallele, ich hab's vorhin schon mal gebracht, dieses GameStop. Aktie vor 2 Jahren, die da so hoch geboostert wurde und wo dann der Handel eingestellt wurde, das waren ja alles Sachen, die halt mit einer sehr geringen Transparenz um die Ecke kamen. Und eben, wo auch immer wieder Verlust an Vertrauen in diese etablierten Institutionen ist. Ne? Und ich glaube, deshalb haben die auch gerade so einen Run, diese ganzen DeFi-Welten. Und das ist halt erst der Anfang. Das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend. Es gibt riesengroße Finanzierung in dem Bereich. Und ich glaube, was kommt, und das ist das, was, ich glaube, jeder, der uns jetzt zugehört hat, hat entweder irgendwie jetzt sich an den Kopf gekrault oder fängt gerade an, irgendwie Sachen auszuprobieren. Es ist halt alles andere als trivial und noch lange nicht userfreundlich. Ne? Wer das knackt, das wird spannend. Ja, okay, du hast gerade, finde ich, noch was Spannendes gesagt. Und zwar, also das, nicht, dass der Rest nicht spannend war, aber was also wirklich interessant ist, du hast gesagt, man schielt irgendwie auf die offiziellen Börsen und guckt, dass die Kurse, also ob die Coins dort gehandelt werden. Das müsste doch eigentlich dann irgendwie perspektivisch abnehmen, oder? Verstehe ich das falsch? Weil eigentlich, wenn ich DeFi jetzt richtig einordne, müsste ja so ein Coinbase eigentlich eher auch under attack sein dadurch und müsste ja seine Referenzposition eigentlich verlieren im Laufe der Zeit, oder? Ja, im Laufe der Zeit absolut. In der aktuellen Welt, in der wir leben, ist es immer noch so, wenn man plötzlich durch Twitter oder auch BTC Echo ob plötzlich erfährt, dass ein Coin auf einer zentralen Exchange gelistet ist, hat man ja oft beobachten können, gingen meistens die Kurse nach oben, ne? Weil das so eine Art Ritterschlag ist für viele, viele Coins. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass wenn man jetzt frühe Coins, die noch nicht so populär sind, erstmal auf einer DEX erwirbt, auf einer dezentralen Exchange, kann man hier natürlich auch horrende, also einen unglaublichen Hebel mit nach Hause bringen. Ne? Der steigt dann plötzlich über Nacht um schon mal 80-90%, wenn er auf einer zentralen Exchange plötzlich gelistet wird. Aber ich bin da, wie du auch sagst, ich glaube, da müssen sich die zentralen Börsen doch
so ein bisschen langfristig warm anziehen, weil hier eben vieles auch in diesem DeFi-Space passiert. Und da wollte ich einen Punkt auch unbedingt nochmal machen. Es gibt ja auch jetzt neben diesen super riskanten Coins auf Platz 1081, ne, wie bei der Google-Page so auf Seite 21, wo man nie hinkommt, gibt es ja auch Plattformen, Blue-Chip-DeFi-Plattformen wie Aave, wo man die Gründer kennt, wo man weiß, das ist auch populäre Venture-Capital-Firmen drin. Da wurden die Smart Contracts oder die Algorithmen auch alle zertifiziert, geprüft. Wir haben ja über Certic gesprochen, ne? Den TÜV für DeFi. Genau. Da sind entsprechend auch nicht die Zinsen so horrend hoch, aber durchaus auch attraktiv. Also wenn ich sage, ich möchte dort meine Bitcoins verleihen oder ich möchte dort meine Solana-Stake, dann also mache ich mir auf diesen Plattformen, also jetzt persönlich zum Beispiel, nicht die großen Sorgen. Ja, sie sind so ein bisschen schon too big to fail. Ich meine, neulich gab es auch mal ein Gerücht, dass Uniswap, also die größte dezentrale Börse, geliebäugelt hat, den Nasdaq zu kaufen, weil die über so ein großes Treasury, so viel Vermögen verfügen. Das ist unfassbar. Ne? Also auch da passiert jetzt so wieder ein Paradigmenwechsel. Wir hatten das letzte Mal, wir hatten auch die Zahlen rausgesucht gehabt. Also ich glaube, an Gebühren ist letztes Jahr mehr Geld in der Kryptowelt über Exchanges oder dezentrale Exchanges geflossen als in der alten Bankenwelt. Das heißt sozusagen, Jan, wir hatten ja auch die Diskussion letztes Mal, wo wir so Zahlen rausgesucht hatten, hier von Uniswap und so, die hat irgendwie jeden Tag zwischen 2 und 4 Millionen US-Dollar Trading-Fee-Einnahmen hatten und quasi, nee, nicht Uniswap, Entschuldigung, MetaMask war das, über Uniswap und die letztendlich ein Plugin betreiben, ne? Also jetzt mal ein bisschen mit dem Zweier, ne? Also natürlich ist halt mehr dahinter, aber eben die betreiben jetzt nicht eine Nasdaq oder sowas, sondern die betreiben halt sozusagen so ein Plugin und da gehen jetzt schon so viel Fees darüber, dass sie so viel Geld verdienen. Ja, also das also wirklich spannende Zeiten liegen vor uns. Ja, und apropos vor uns, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Anwendungsfällen, das finde ich, glaube ich, nochmal spannend. Also ihr habt jetzt vorhin gerade unterschieden zwischen Staking und Lending, wenn ich es richtig verstehe, das sind so die beiden, sag mal, groben Bereiche und gerade der Lending-Bereich. Wo sind denn da die Grenzen gesetzt? Also kann man sich auch vorstellen, dass irgendwie perspektivisch, ich weiß nicht, Hypotheken oder Versicherungen oder ich weiß gar nicht, was gibt es da vielleicht noch an Möglichkeiten, die. Also ja. Okay. Ja, also keine Grenzen. Genau, keine Grenzen. Ich meine, bisher muss man ja sehen, du hast gerade ein gutes Beispiel gemacht, Hypotheken. Ne? Also Hypotheken sind ja sozusagen als Darlehen auf meistens Immobilien. Bisher gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also das, was es an Lending gibt in dieser DeFi-Welt, bezieht sich eben darauf, dass du teilweise andere Kryptowährungen als Sicherheit hinterlegst. Oder, was hatten wir letztes Mal schon mal, NFTs hinterlegst. Mhm. Jetzt warten wir mal ab. Wenn halt eben eine Immobilie digital über die Blockchain verkauft werden kann und das auch eben vertragssicher geschieht, dann kann ich das natürlich irgendwann auch als Collateral, also als Sicherheit nehmen. Und dann wird es ja spannend. Das heißt sozusagen, ich wäre eines Tages, und das wird keine 5 Jahre dauern, eher so, ich glaube, sogar weniger als 3, Immobilien oder andere Real-World-Assets als Sicherheit hinterlegen auf der Blockchain und die beleihen. Und dann kriege ich natürlich einen richtigen Wettbewerb zu den etablierten Banken einfach. Und nun muss man ja sehen, dass eben, also genau, das wird ein riesen Wettbewerb zu etablierten Banken, genau. Und will man in so einer Welt dann da aber nicht trotzdem sein Gegenüber kennen? Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen die Grundfrage? Also wir reden ja hier über Transparenz, aber wir reden ja auch so ein bisschen durch diese, sag mal, nicht zertifizierten Wallets die nicht bekannten Wallets zum Teil über anonyme Spieler. Ne? Also das heißt, möchte man nicht, wenn man seine Hypothek irgendwo aufnimmt, wenn man sein Grundstück oder sein Haus beleiht, wissen, wer ist der Gegenüber? Ja, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Jetzt muss ich sehr kurz nachdenken, wie heißt dieser Kreditmarktplatz aus Hamburg? Es gibt ja so 2, 3 Kreditmarktplätze, die relativ groß sind, wo ich ja auch von Privatpersonen Darlehen kriegen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob du meinst. Smava meinte ich. Danke. Genau, ne? Also ob ich eben, ich weiß nicht, ob die Leuten wirklich wichtig ist, von wem sie das Geld bekommen. Ja? Also ich glaube, in unserer Welt und so ein bisschen auch wie mit einem Lächeln, wie wir erzogen wurden. Also ja, und ich finde auch, also ich habe auch immer noch einen Ansprechpartner bei der Bank,
Aber eben meine Tochter hat keinen mehr. Ne? Also der ist das total Banane. Und eben, ich glaube, da ändert sich viel und ich glaube, man wird es nicht mehr brauchen. Ja, ich glaube auch. Also das letzte Mal, dass ich mit einer Bankberaterin gesprochen habe, war, glaube ich, während meinem Studium. Ne? Und dass ich wahrscheinlich, aber ich gehöre jetzt natürlich auch so zu der Gruppe Nerd, ne, dass ich lieber direkt mit dem Maschinenraum wahrscheinlich kommunizieren wollen würde. Also wo das Kreditgeschäft quasi komplett automatisiert, algorithmusbasiert abläuft, basierend auf Angebot und Nachfrage. Und ich da entsprechend dann natürlich auch keine Beratergebühr mehr bezahlen muss. Also dadurch wird der Kredit auch ein bisschen günstiger an der Stelle. Und aber da vielleicht nochmal ganz günstiger. Achso, natürlich, aber ja. Ich glaube, ja. Es sind nur eine kurze, kleine Widerworte. Also ich bin gespannt. Also auf der einen Seite sage ich ja, auf der anderen Seite sage ich nein. Ich habe mal vor Jahren mal mit so einem Bankberater gesprochen und da hatten wir auch über sowas gesprochen. Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich seid ihr doch irgendwann alle arbeitslos, weil das geht doch eigentlich mit Formeln. Und dann kam ja auch so Basel II, wo du halt so viel Daten eingeben musst und wo eigentlich dann hinten ein Scoring rauskommt, wo eigentlich jeder Bankberater sagt, er hat keine Ahnung, wo die Zahl herkommt, aber die kommt irgendwo her. Und da hatte ich mal so einen Bankberater gesprochen und da hat der gesagt, wissen Sie was, Herr Höpfner, der sitzt in Offenbach am Marktplatz. Und dann meint er, wenn einer seiner Kunden, die quasi zur Hälfte auch an diesem Marktplatz sitzen, wenn die einen Kredit wollen, setzt er sich 5 Minuten ans Fenster, guckt raus und guckt, wie da der Verkehr ist. Und geht da mal hin und kriegt ein Gefühl und danach entscheidet er. Das ist bestimmt auch nicht die ideale Welt. Aber ich glaube, so komplett nur auf Nullen und Einsen, muss man halt auch aufpassen, weil es ist halt dann am Ende, da bin ich so ein bisschen interessiert, am Ende sind es dann doch alles Menschen. Ne? Und eben, man hat schon so ein Gefühl und sagt, naja, will der das jetzt und macht der das? Und wie irgendwie, nehmen wir mal jetzt einen Jan, ne? Also so ein Jan, der arbeitet am Wochenende und spät abends und früh um 8 ist er schon wieder am Start. Oder ist der irgendwie wie jemand anders, der irgendwie nicht so viel Drive hat? Und das kriegst du halt wieder wenig in Punkte gedrückt. Weißt du, was ich meine? Also deshalb bin ich so, ich bin gespannt, wo das hinläuft. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Riesenmarkt und eine große Berechtigung für eben die komplett automatisierte Systeme und so hinterlegte Sicherheiten, ja, aller Immobilien auf der Blockchain als Collateral. Ich glaube, aber so ganz weggehen im größeren Bereich wird es, glaube ich, nicht. Ja. Wobei ich vielleicht da gibt es ja doch noch Hoffnung für die HSBC, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die jetzt im Metaverse eine Filiale eröffnet haben. Und dort auch virtuelle Schwerter verleihen oder beleihen. Genau. Ne? Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, Daniel, dazu, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gelesen, dass natürlich jetzt durch DeFi möglicherweise auch Leute Zugang zu bekommen zu Finanzsystemen, die durch traditionelle Finanzsysteme eigentlich eher ausgegrenzt wurden, weil sie vielleicht gar nicht als lohnend betrachtet wurden. Ne? Weil man ja immer man muss ja als Finanzsystem auch Gewinne erzielen. Die sind ja immer, sagen wir mal, sehr kapitalistisch. Und das ist natürlich dann, das würde dem ein bisschen widersprechen, was du gerade sagst, weil eigentlich plötzlich der Markt vielleicht auch noch größer wird und das und der Zugang auch viel einfacher. Ne? Klar, ich meine, du hast auf jeden Fall diese Begriff, diese Unbanked People, ne? Also wo man sagt, dass irgendwie über 1 Milliarde Menschen weltweit bisher eigentlich nicht Teil des Banksystems sind. Und eben, wo man sagt, da geht eigentlich noch viel, viel mehr, dass die halt irgendwie Gehälter bekommen, dass die vielleicht kleine Kredite bekommen, etc. Mhm. Also ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir nur noch von irgendwelchen Maschinen abhängig sind und man gar nicht mit irgendwelchen Leuten reden kann. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall in dem bisher unattraktiven unteren Bereich, weil einfach zu wenig Geld damit verdient wird, wie du ja gerade richtig gesagt hast, schon ein großes Potenzial. Klar, da sind natürlich so eine Systeme auch super, klar. Aber jetzt wollte ich trotzdem als Abschlussfrage nochmal euch beiden, oder vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal fragen, jetzt so die ersten Schritte, um jetzt nochmal ganz praktisch zu werden. Also das klingt ja so, als seid ihr beide voll da schon drin, guckt jeden, also du hast vorhin gesagt, alle 2 Stunden da mal rein, ob alles richtig läuft. Was muss man jetzt tun im allerersten Schritt, wenn man jetzt teilnehmen möchte an DeFi? Also was wäre jetzt so aus eurer Sicht der einfachste Schritt in diese Welt?
Also als erstes muss er diese Folge zu Ende hören und am besten nochmal. Und die MetaMask-Wallet nochmal. Ne? Genau. Also MetaMask-Wallet ist die Voraussetzung, ne? Genau, du brauchst eine MetaMask-Wallet. Also damit fängt es sozusagen an. Und dann würde ich mich einfach bei der Meinung von Key anschließen und mal ganz simpel mit einer Aave, also A-A-V-E, mal starten. Vielleicht noch eine Curve, oder? Key, was denkst du? Ja, Curve ist nur von der User Experience wirklich noch schrecklich. Ne? Das sieht aus wie gecodet in den 90ern. Das würde ich vielleicht dann erst übermorgen mir mal anschauen. Aha. Also eine Aave wäre der richtige Anfang. Aave ist ganz nett, ja. Ja, ich glaube auch. Und dann kriegt man da so ein paar Sachen mit und was man da so machen kann. Ne? Und was man auch nochmal sagen kann, also wir sind null mit irgendjemand da assoziiert, aber Coinbase hat auch eine sehr gute Erklärung zu vielen Sachen nochmal. Die haben so eine Coinbase-Bibliothek, wo die dann auch nochmal so ein paar Sachen erklären, um da so ein Verständnis zu entwickeln. Und, also ein Satz noch, ich habe zwar gesagt, aber ich sage es nochmal, bitte nur mit Geld operieren, was vielleicht schmerzlich, aber vermissen kann. Ja, also nicht, dass irgendjemand dann sagt, er hat jetzt irgendwie seine Rente verspielt, um Gottes Willen. Ja, es klingt ein bisschen so wie dieses ganze Thema Optionsscheinhandel, ne, und so weiter. Da muss man wirklich wahrscheinlich aufpassen und wirklich erst sich langsam rantasten und wenn man es dann verstanden hat, irgendwann, wenn man vielleicht auch die ersten schmerzlichen Erfahrungen gemacht hat und weiß, warum man sie gemacht hat, dann vielleicht ein Schippchen drauflegen. Ne? Hm. Genau. Super, ihr zwei. Mit Blick auf die Uhr, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus eurer Sicht? Nö. Ein Aufruf nach alle, die es irgendwie beeinflussen können. Bitte macht das System nicht kaputt von der Regulation, bevor wir gestartet haben. An die Politiker da draußen. Super. Ja, schützt unsere Startups, schützt unsere Fintech-Startups und gebt ihnen auch wirklich eine Chance, dass wir uns hier in Deutschland im DeFi-Space auch oder generell im Fintech-Banking-Bereich gut positionieren können. Super. Das ist wichtig. Toller Appell zum Schluss. Dann danke ich euch beiden. Hat großen Spaß gemacht, wieder viel gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, super. Dito, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis schöne Ostern kann man schon sagen. Ach so, ja, stimmt. Schöne Ostern, genau. Toll, bis dann. Schöne Ostern. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlen uns doch gerne weiter oder diskutiert mit uns auf LinkedIn. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Feedback und auch über Weiterempfehlungen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, frohe Ostern. Genießt die Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Wir möchten uns gerne bei unseren Partnern der heutigen Sendung bedanken. Ihre Unterstützung hilft uns, unseren täglichen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Alle relevanten Links und Angebote unserer Podcast-Partner findest du immer in unseren Shownotes. Außerdem gibt es auf unserer Website eine Übersicht aller Unterstützer dieses Podcasts mit vielen attraktiven Angeboten für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de/partner.